Hallo Overunity-Freunde, ich habe hier heute mal einen Petroleumheizer oder einen Petroleumgasofen sozusagen. Pirell TC8400N. Das ist das Teil hier. Der hat hier praktisch, füllt man hier Petroleum rein und dann kann der bis zu 2600 Watt Flammstärke erzeugen. So, hier füllt man jetzt das Petroleum rein. Ich hatte vorhin schon ein bisschen was gemacht. Also, muss man so doch mal gucken, wo man filmt. Okay, das hat natürlich ein bisschen was verkleckert, die geht gut. Und zwar ist das hier so ein Grillanzünderzeug. Ist jetzt ja nicht in. Nicht doch zu. Grillanzünder, Alufoil. Das war das billigste Zeug, was halt Kohlenwasserstoffe hat. Normalerweise nimmt man richtig Petroleum, aber das ist viel zu teuer hier in Deutschland. Das Zeug kostet hier nur 1,67. Das war das billigste bei Amazon. Was dafür praktisch ja praktisch erhältlich war. Na, schauen wir mal an, ob das hier funktioniert. So. Gut. Und dann macht das jetzt erstmal in Ruhe zu und dann zeigt euch das nachher mal, wenn ich die Flamme angezündet habe. Also bis nachher. Ciao. Okay Leute, jetzt habe ich gerade hier den Brenner mal ein bisschen mit richtigem Lampenöl befüllt, weil dieser Grillanzünder, der ist irgendwie, tja, der ist zwar billig, 1,67 hat der nur gekostet, während das Flammenöl hier fast 3 Euro gekostet hat, der Liter. Aber dieses Grillanzünderzeug ist scheiße, der. Naja, jetzt ist es ein bisschen. Jetzt hört man es auch. Aber der ist richtig flüssig hier. Und dieser Grillanzünder ist halt nur so ein komisches Gelzeug. Der. Man merkt es auch schon am Schütteln. Der klingt ganz anders. Der ist halt viel viskoser. Gut. Jetzt zünde ich es nochmal an. Ich hatte gerade schon mal im englischen Video hier angezündet. Mal sehen, wie ich das jetzt hinkriege am besten. Drehe jetzt erstmal den Duft wieder raus. Wie es weit oben ist. Könnt ihr das sehen, da unten. Ist hier der Docht hier. Weißer Docht hier. So, und jetzt versuche ich es mal anzuzünden. Jetzt brennt er auch. Seht ihr, das ist hier so ein Ringsum-Docht, also 360-Grad-Docht sozusagen. Der ist hier so eingefädelt. Und den kann man halt dann hoch oder runter drehen. Runterdreht, wird die Flamme kleiner natürlich oder geht ganz aus. Wenn man es hochdreht, kommt natürlich auch mehr Petroleum dran und erwärmt die ganze Soße hier. So. Liegt dann schön hier nur so locker drauf. So. Hier hat man noch so eine Anzeige, wie viel man
wie viel Sprit man noch im Tank hat. Hier ist die Einlassöffnung. Ja, und jetzt merkt man auch schon, dass der hier ein bisschen warm wird. Ja. Gut, naja, ich werde das jetzt erstmal ein bisschen brennen lassen und mal gucken, wie das so läuft. Also wie gesagt, wenn ihr Grillanzünder kauft, dann besorgt euch möglichst einen, der richtig flüssig ist und nicht mit so einem komischen Gel drin ist. Weil das funktioniert irgendwie nicht so richtig. Also jedenfalls wirkt der doch dann nicht so richtig benetzt. Ja. Deswegen hat es auch bei mir beim ersten Mal nicht. Also ich hatte auch nur einen halben Liter reingefüllt, deswegen hat es halt auch am Anfang nicht funktioniert, ja. Gut, na schauen wir mal ab. Wenn das jetzt hier richtig. Ah, jetzt kommt der schon ins Jut hier. Wow, oh, nice, ja. So. Gut, alles klar, ich melde mich wieder. Ciao.